Kampfgriff greife ich mit meiner Hand in den Kragen, ins Revers und mit der anderen Hand in den Ärmel. Lisa tut das gleiche, in den Kragen und in den Ärmel. Wenn ich nun Lisa versuche zu schieben, dann ist es wichtig, dass ich nicht so schiebe mit gestreckten Armen, weil ich dann mein Gleichgewicht verlieren kann, sondern dass ich aufrecht bleibe und sie schiebe. Sie wehrt sich, indem sie dagegen schiebt. Beim Ziehen ist es wichtig, dass ich nicht den Po nach hinten rausstrecke, weil ich dann auch umfallen kann. Also bleibe ich aufrecht und ziehe.